schau dir mal diese hübsche Goldmedaille an. Na, darf ich rein oder nicht? Oh, der Wettkampfsieger. Ich begrüße den Champion. Tretet ein, geschwind. Es erwartet euch der... Moment eben, ich muss mich erstmal sammeln und tief Luft holen. Großartige, weise, gütige, majestätische, gottgleiche Kalaber, König der Könige, Herrscher der Titanen, Retter der Welt und Vernichter des Bösen, Bezwinger des teuflischen Simons und des nicht minder bösen Dubels, Bestrafer der Königsmörder und daher rechtmäßiger Erbe von Terzero dem Vierten. Königsmörder? Du meinst, er hat sich selbst? Aber lassen wir das. Ich gehe da mal rein und schaue nach dem Rechten. Was für ein großer Tag. Heute wirst du meine Frau, liebster Alex. Nein, was für zwei prachtvolle große... Nimm deine Finger weg, du Scheusal. Weiter in den Saal hinein gehe ich erst, wenn ich einen vernünftigen Plan habe. Ich habe keine Lust, dass Kalaber mich nochmal umlegt. Das kann ich bestimmt noch gebrauchen. Ich gehe erstmal in Deckung. Vielleicht ist mein blöder Doppelgänger ja so frei und lockt Kalaber aus dem Thronsaal. Dann könnte ich dort hineinschlüpfen. Mein Doppelgänger hat sich platziert. Ich könnte nun hineingehen und Kalaber herauslocken. Andererseits, das ist nicht sehr löblich, wenn ich einfach so ohne Voranmeldung in den Thronsaal hineingehe. König ist schließlich König. Ich müsste zuerst um eine Audienz ersuchen. Genau, geh doch einfach mal rein und frag nach, wann du kommen kannst. Genau, so machen wir's. Was für ein Simpel! Nun lach doch endlich mal. Was sollen die Leute denken, wenn ihre Königin andauernd plärrt? Kennst du schon diesen herrlichen Witz mit dem Barkeeper und der Nonne? Ja, kenn ich. Der ist saublöd. Dein Sinn für Humor ist einfach unterentwickelt. Ich werde... Nichts wirst du, Erzschurke! Lass Alex in Ruhe! Simon, wie kommst du hierher? Ich habe dich doch zu Asche zerblasen. Kalaber, die Stunde der Sühne ist gekommen. Du bist ein Schurke, ein Betrüger, ein Mörder. Ja, vor 17 Jahren bist du sogar einmal wegen falschen Parkens verhaftet worden. Ja, aber das war ein Versehen. Ich habe im Dunkeln das Halteverbotsschild nicht gesehen. Die Zeit für dumme Ausreden ist vorbei. Gestehe und bereue. Einen Dreck werde ich tun. Na warte, dir drehe ich eigenhändig den Hals um, du undankbarer Möchtegern-Held. Simon, du bist es. Ich habe immer gewusst, dass du mich retten wirst. Ich habe geahnt, dass dein Tod nicht wirklich endgültig sein würde. Da warst du dir sicher? Aber ja, ich habe immer an dich geglaubt, immer. Als du den falschen Simon gestellt hast... Hast du mich ziemlich zur Schnecke gemacht, aber schwamm drüber. Ich rette dich ja schon. Nur solltest du... Hoppla, du bist ja der Simon.
Der andere Simon hat vorhin Kalaba rausgelockt. Kannst du dir vorstellen, was für ein Gefühl es ist, ein solches Scheusal heiraten zu müssen? Er ist einfach widerwärtig. Er starrt mir immerzu auf die... Das mag ja alles stimmen, aber wir sind noch nicht aus der Gefahrenzone, Alex.